Jeder hat schon mal davon geträumt, frei fliegen zu können. Das ist wahrscheinlich der älteste Traum der Menschheit schlechthin. Und hier in einem Windtunnel wird dieser Traum endlich Wirklichkeit. Unabhängig davon, wie sportlich und wie alt man ist, kann jeder Bodyflying als Vergnügen oder als intensive Sportaktivität ausüben und auch an Wettbewerben teilnehmen. Es ist natürlich auch für Fallschirmspringer super interessant, weil es sehr sicher und zeitsparend ist. Deswegen ist Training im Windtunnel auch bei Fallschirmjägern der Bundeswehr sehr beliebt. In Kelsterbach entsteht der größte Windtunnel der Welt. Für Deutschland ist es ein toller Einstieg in diese bereits weltweit verbreitete Sportart. Kelsterbach ist ein idealer Standort. Es ist zentral im Rhein-Main-Gebiet gelegen. Durch die perfekte Anbindung an die Autobahn und den Flughafen kriegen wir auch das internationale Publikum, das einen nicht unerheblichen Anteil der Besucher eines Windtunnels ausmacht. Es ist natürlich auch sehr motivierend für mich, meine Leidenschaft zum Fliegen an die Menschen weiterzugeben. Es ist ein unglaublich tolles Gefühl, zu sehen, wie die Menschen reingehen, sehr nachdenklich sind und nach dem Flug gibt es nur noch begeisterte Gesichter, funkelnde Augen. Diese einzigartige Erfahrung, ohne Hilfsmittel fliegen zu können, die packt einfach jeden.